Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem etwas anderen Video heute. Nämlich heute spielen wir nichts. Heute gehen wir langsam in die Politik auf diesem Kanal mal wieder rein. Und zwar heute machen wir den Wahl-O-Mat Brandenburg 2024 zur Landtagswahl im September. Steht ja schon 22. September. Ist in Brandenburg Wahl. Nächste Woche ist ja schon die Wahl in Thüringen und Sachsen. Ne, dieses Wochenende sogar noch. Und ja, in Brandenburg sind es noch ja, fast 4 Wochen. Und weil ich in Brandenburg lebe, ja, ich weiß, hier ist nicht viel los, aber ein paar Menschen leben hier auch noch. Machen wir heute den Wahl-O-Mat. Es ist ja generell die, Landesparteien unterscheiden sich ja nicht großartig von den Bundesparteien, aber so ein paar Sachen sind schon unterschiedlich. Und 14 Parteien treten an. 13 haben aber nur mitgemacht beim Wahl-O-Mat. Und ja, sag mal so, wir füllen einfach raus. Ich mache bestimmt 2-3 Parts draus. Es kommt immer darauf an, wie weit wir kommen. Also ob wir 13 pro Folge schaffen oder um die 20. Weil ich will auch ein bisschen noch was dazu erzählen und so. Meinung auch begründen, nicht nur ja, machen wir. Ich kenne mich jetzt auch nicht zu jedem Thema aus, ich weiß nicht, welche Fragen drankommen, also es wird sicherlich auch mal eine Frage geben, die ich nicht so ganz beantworten kann. Oder vielleicht auch eine Sache, wo ich meine Meinung nochmal ändere oder sonst sowas. Ist egal. Hier steht ja auch schon, der Wahl-O-Mat ist keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik. Also ich werde jetzt auch hier mein Ergebnis, meine Entscheidung werde ich nicht an diesem Ergebnis koppeln. Das solltet ihr auch nicht machen. Also wenn ihr jetzt in Sachsen, Thüringen oder in Brandenburg wählt, weil zu Sachsen und Thüringen gibt es auch den Wahl-O-Mat. Brandenburg kam halt erst heute raus. Und ja, wählt, was ihr für richtig haltet, aber lest euch auch ein bisschen die Programme durch und nicht nur die Wahlplakate. Denn da stehen ja immer die schönsten Sachen drauf und auch viele Sachen, die nicht so ganz eingehalten werden. Und auch ein bisschen vielleicht Personalpolitik gucken. Also so, welche Person ist es? Eine vertrauenswürdige Person oder sonst sowas? Also ihr Spitzenkandidat zum Beispiel. Also ja. Und vielleicht auch mehr Sachen hinterfragen. Auch vielleicht Parteien, die man selber wählt, die man vielleicht auch mag, muss man ja trotzdem nicht allem zustimmen. Aber ich glaube, wir werden jetzt alle dem zustimmen, dass wir jetzt endlich anfangen. Wie lange ging diese Anmoderation? 3 Minuten, wow. Aber ich wollte es halt nur nochmal klarstellen und wir starten jetzt. Also diesmal so einen schwarzen Design, sonst war der doch immer hell. Ich will vielleicht hell machen? Oder gibt es den nur noch in dunkel? Okay, den gibt es nur noch in dunkel. Vielleicht ist der Osten jetzt schwarz, schwarz-weiß. So, 38 Fragen haben wir. Ja, Käse überspringen kann man ja auch neutral machen. Also wenn ich irgendwas nicht weiß, dann mache ich einfach neutral. Ökologische Landwirtschaft. Brandenburg soll vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern. Ja, Brandenburg ist ja generell ein sehr naturbelassener Ort in Deutschland. Also als Bundesland, sehr viel Natur, wenig Städte. Aber die Städte sind dann voll mit Beton. Ja, wir haben viele Bauern hier. Bauernproteste waren ja auch recht groß eigentlich. Ich weiß aber nicht, wie groß die Landwirtschaft so generell ist im Vergleich zu Deutschland. Ich würde aber sagen, schon recht groß. Wir haben auch viel Wald, wir haben viele Feldflächen. Soll vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern. Heißt das jetzt, dass nur die gefördert wird, statt hier, wie heißt denn das nochmal? Ja, statt normaler Betrieb, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Oder heißt es, dass die ökologischen den vorgezogen wird? Also wenn jetzt sich zwei, sozusagen ein traditioneller und ein ökologischer sich bewerben, dass sozusagen der ökologische die Förderung kriegt? Naja, es sollte schon mehr gefördert werden, aber nicht ausschließlich. Aber hier steht ja nur vorrangig. Schwierig.
Stimme ich zu oder mache ich neutral? Ich sag mal so, die ökologischen sollten vielleicht mehr gefördert werden, aber die normalen sollten auch gefördert werden. Damit die vielleicht auch so umstellen können langsam. Deswegen, ich gehe mit neutral. Digitale Medien an Grundschulen. Ich weiß, das hatte Frau Wagenknecht, hat das in ihrem Programm. Glaube, vor der 4. Klasse kein Handy. Kinder in brandenburgischen Grundschulen sollen verstärkt mit digitalen Medien lernen. Ich sag mal so, wenn Medienkompetenz aufgebaut werden kann, warum nicht? Also ich kenne das selber nicht aus der Grundschule. Da hatten wir noch Overhead-Projektor und sowas. Und so lange ist das nicht her bei mir. Aber an sich verstärkt damit lernen. Also verstärkt heißt ja mehr als jetzt so. Ich weiß nicht, wie viel sie jetzt damit lernen. Ich glaube noch nicht so viel. Ich sag mal so, erste, zweite Klasse vielleicht nicht, aber so ab der dritten. Ja, warum nicht? Wenn man eine Medienkompetenz aufbauen kann darüber, und man das auch richtig im Unterricht mit einbezieht und nicht nur, ja, macht mal. Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft. Mehr Krankenhäuser in Brandenburg sollen in öffentlicher Trägerschaft sein. Stimme ich vollkommen zu, weil ich finde, Krankenhäuser sollten nicht privat sein. Das ist genauso wie Schulen. Weil das ist einfach so eine Grundversorgung, die vorherrscht. Ich finde, Grundversorgung sollte dem Staat gehören. Genauso wie das Stromnetz sollte auch in öffentlicher Hand liegen oder Straßen. Es hat nichts in privater Hand zu tun. Das ist nichts, womit man Kohle erwirtschaften sollte, weil das was ist für die Allgemeinschaft, was jeder braucht. Und zum Beispiel in Krankenhäusern, ich weiß, das passiert in öffentlichen Krankenhäusern, glaube ich, auch. Weil da gibt es ja dieses Gesetz seit 20 Jahren oder so, dass sie irgendwie Gewinn erwirtschaften müssen oder rentabel sein müssen. Bin ich vollkommen dagegen. Also natürlich, ein Krankenhaus sollte sich nicht totwirtschaften. Aber ja, man sollte auch nicht nur auf die Kohle gucken. Hier geht es ja um Menschenleben. Also stimme ich vollkommen zu. Ausbaustopp für Windkraft. Der Ausbau der Windkraft in Brandenburg soll gestoppt werden. Stimme ich nicht zu. Ich weiß, Windkraft, da ist man sehr skeptisch drüber. Solarkraft hat noch ein bisschen mehr Ansehen oder die Offshore-Windkraftanlagen, also die auf dem Wasser, die sind noch beliebter als auf dem Land, weil Brandenburg hat ja kein Meer, es ist ja nur ein Binnenstaat. Aber ich finde nicht, dass es gestoppt werden soll. Man sollte mehr auf Solar setzen, weil das kannst du halt auf allen Dächern installieren. Aber Windkraft, würde ich nicht sagen, dass sie das stoppen sollten. Ich weiß, dass viele auch immer argumentieren, die töten ja Vögel zum Beispiel. Aber ja, es stimmt tatsächlich. Ich habe geguckt in der Statistik, was waren das? 100.000 Vögel pro Jahr. Aber wie 1 Million Vögel pro Jahr oder so werden allein durch Hauskatzen getötet. Also es ist natürlich ein Nachteil von den Windrädern, der nicht gut ist. Aber ich sag mal so, ja, ist schwierig. Und das hier, was ich nicht gut finde, ist, dass dafür dann Wälder gerodet werden. Das ist nicht gut. Weil, ja, ich kann ja nicht, um dem Klima zu helfen, dem Klima schaden. Weil, indem ich einen Wald wegreiße, schade ich dem Klima und der Natur, also der Umwelt, weil ich einfach Lebensraum zerstöre. Also, ich bin trotzdem gegen Ausbaustopp. Aber ja, vielleicht sollte man ein bisschen gezielter bauen. Also auch vielleicht so in Flächen, wo es jetzt niemanden stört. Für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs in Brandenburg soll es ein 29-Euro-Ticket für alle geben. Schwierig. Ich weiß, in
Ich weiß, ich erzähle ziemlich viel mal drumherum, aber ich finde es eigentlich ein bisschen auch interessant, mal ein bisschen darüber zu quatschen. Sonst kommen wir ja zur Politik auf dem Kanal hier nie. Ich weiß, 29 Euro Sozialticket gibt es in Berlin, aber es ist nicht für alles, ein Sozialticket. Ich glaube, für Rentner, Sozialleistungsbezieher und Schüler? Nee, Schüler haben ja sowieso kostenlose Karten. In Berlin. Brandenburg leider nicht. Ja. Für alle würde ich nicht sagen. Aber ich gehe mal mit neutral, weil an sich 29-Euro-Ticket unterstütze ich halt nur nicht für alle. Obwohl es auch nicht so schlecht wäre, aber es wäre halt extrem teuer für den Staat. Also in meiner Wunschwelt wäre schön, vielleicht auch ein 9-Euro-Ticket für alle. Oder kostenloser Nahverkehr am besten gleich. Aber das ist realpolitisch nicht umsetzbar, geldmäßig. Weil ich weiß, in Brandenburg hat man das 29-Euro-Ticket auch abgelehnt, wenn ich so richtig mitgekriegt habe, weil es finanziell nicht wirklich machbar war. In Berlin hat man das scheinbar immer mit Überschüssen und so finanziert. Aber ich glaube, in Brandenburg ist das nicht ganz möglich. Aber ich gehe mit neutral, weil ich die Idee nicht schlecht finde. Personenkontrolle an der Grenze. An der Grenze zu Polen sollen weiterhin ständige Personenkontrollen durchgeführt werden. Das ist ja seit der EM so oder seit letzten Dezember. Irgendwann, Frau Faeser hatte das ja gemacht mit dem Innenministerium. Diese Grenzen an der polnischen, die Grenzkontrollen an der polnischen Grenze wegen Schleuserkriminalität. Und ja, ich würde sagen, sollten weiter durchgeführt werden. Weil man hat jetzt auch viele Erfolge damit eigentlich gekriegt. Die Schleuserrate ist deutlich runtergegangen. Weniger illegale Einwanderer eingeschleust. Oder generell auch Kriminelle kann man damit ja auch einschleusen, theoretisch. Ja. Finde ich nicht schlecht. Weil die Polizei ist doch sowieso da. Warum sollte man es nicht machen? Und wenn es was bringt, dann sollte man es nicht abschaffen. Stimme ich zu. Wiedervernässung trockengelegter Moore. Die Wiedervernässung trockengelegter Moore in Brandenburg soll beschleunigt werden. Ich glaube, da gab es mal Probleme mit Bauern, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Also ich möchte hier nichts hundertprozentig so klarstellen. Ich erinnere mich immer nur so leicht an Sachen. Wie gesagt, ich habe mich ja nicht so informiert zu den Themen. Weil ich glaube, dadurch gehen Weideflächen verloren. Aber ich bin dafür, weil Moore sind ein riesen CO2-Speicher. Und warum sollte man die Wunder der Natur, die es gibt, nicht nutzen? Also, bevor man irgendwelche großindustriellen Anlagen zur CO2-Speicherung oder Raussaugung, welche riesen Staubsauger baut für CO2, finde ich, sollte man erstmal die Mitte der Natur nutzen. Moore, Wälder, was gibt's denn noch alles? Ja, generell Wiesen, ich glaube Seen und sowas auch, also generell Wasser. Also warum nicht Flüsse? Oder waren die CO2-Speicher oder Abgeber? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, die speichern auch. Wenn nicht, es sind Lebensräume. Und ja, Moore schaden ja niemanden. Also ja. Kosten für Mittagessen an Schulen. Oh, ich habe lange nicht mehr in der Schule Mittag gegessen. An die Kosten für das Mittagessen in brandenburgischen Schulen sollen sich die Eltern weiter beteiligen müssen. Ich würde mal sagen, bei ärmeren Familien finde ich das falsch. Also da sollte man auch so ein bisschen die ja, Arm-Reich-Schere nutzen. Weil für alle gratis finde ich ist falsch. Natürlich, da macht man auch wieder einen Unterschied und dann sind nicht die ganzen Kinder gleich. Also ich sag mal so, jemand, also Eltern, die 10.000 Euro im Monat verdienen und Eltern, die vielleicht oder eine alleinerziehende Mutter oder Vater, der jetzt 2.000 Euro verdient,
Da kann man ja nicht sagen, beide kriegen es gratis. Weil der eine hat ja das Geld locker und der andere, der muss vielleicht ein bisschen gucken. Deswegen gehe ich mit neutral mit. Sozusagen die einen ja, die anderen nein. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Bekämpfung des Rechtsextremismus. Ja, der Osten ist ja generell, also in den Erzählungen immer sehr rechtsextrem. Das Land Brandenburg soll Projekte zur Bekämpfung des Rechtsextremismus weiterhin fördern. An sich ist es nicht schlecht gegen Rechtsextremismus, aber am besten auch gegen jeden Extremismus, also auch Islamismus, generell religiösen Extremismus, gibt es ja auch radikale Juden, radikale Christen und sowas. Und Linksextremismus. Also ich finde, ja, fördern weiterhin. Fraglich nur, wie viel kostet das und wie erfolgreich sind die Projekte? Ich weiß es nicht. Also bringen die was oder ist das verschwendetes Geld? Kann ja sein, dass die, weiß ich nicht, 20 Millionen im Jahr kriegen und am Ende kommt nichts raus. Oder es gibt vielleicht sogar einen Umkehreffekt. Es kommt noch mehr Rechtsextremismus. Deswegen vielleicht mehr Projekte zur Demokratieförderung. Wäre gar nicht so schlecht. Ich kenne mich mit den Projekten halt nicht aus, deswegen gehe ich auf neutral. An sich, ja, gut, Extremismus bekämpfen, aber ich weiß halt nicht, wie erfolgreich die Projekte sind. Kann halt sein, dass das, eigentlich verbranntes Geld ist. Genehmigung von Bauanträgen. In Brandenburg soll ein Bauantrag auch ohne Entscheidung nach spätestens 3 Monaten als genehmigt gelten. Das habe ich gesehen beim Thüringen, bei der Wahlarena. So hieß das, glaube ich. Jetzt im Livestream. Hier mit Höcke und Mario Vogt und sowas. Kemmerich von der FDP. Die anderen kenne ich auch noch nicht. Und hier von der Linken. Bodo Ramelow, da war das auch ein Thema, weil das scheinbar auch eingeführt werden soll oder schon eingeführt ist. Das war irgendwie im Gespräch. Ich würde sagen, wenn der Antrag, wenn der sozusagen im Amt nur liegen gelassen wird, dass man trotzdem bauen darf. Ich sag mal so. Es wäre schon schön eigentlich, dass nach spätestens 3 Monaten einen Antrag oder eine Entscheidung beim Antrag liegt. Weil wofür sind die Leute im Amt da? Das ist ja deren Job. Also im Optimalfall wäre es schon schön, wenn es eine Entscheidung gibt. Da weiß ich jetzt auch keine Statistik zu, wie viele Bauanträge genehmigt werden und wie viele ohne Entscheidung offen stehen. Wie lange auch. Das ist halt aber, wenn man bauen möchte, will man ja eigentlich schon früh anfangen, sag ich mal so. Aber da kann halt auch Blödsinn rauskommen. Ja, aber für die Baubranche wäre es wahrscheinlich sehr gut. Deswegen stimme ich mal zu. Umstieg auf Wasserstoffproduktion. Das Land Brandenburg soll den Umstieg des Raffineriestandorts Schwedt-Oder auf Wasserstoffproduktion fördern. Das war ja Thema, als der Ukraine-Krieg losging, weil Schwedt, da ist ja die Ölraffinerie, die man mit sibirischem Öl die Region hier mit Treibstoff versorgt hat. Und saudisches Öl, ich weiß nicht, ob sie schon saudisches Öl nehmen, aber da muss ja auch immer eine Umrüstung stattfinden, weil irgendwie der Reinheitsgehalt vom Öl ist anders. Deswegen hatte man auch die Wasserstoffproduktion, also zum, ich glaube, grünen Wasserstoff sogar. Es gibt ja grünen, grauen und blauen Wasserstoff. Warum nicht, ist die Frage. So erhält man den Standort, schafft man mehr Arbeitsplätze, wahrscheinlich auch mehr Geld. Es wird ja sicherlich in privater Hand liegen.
Warum nicht, ist die Frage. Stimme ich zu. Und so kann man auch mehr Wasserstoff produzieren. Wasserstoff ist ja sozusagen das Gas der Zukunft. Ich hoffe nur, dass damit keine Autos später betrieben werden. Verbot von Schreibweisen. In Veröffentlichung des Landes sollen Schreibweisen, die neben der männlichen und weiblichen auch andere Geschlechtsidentitäten abbilden, verboten werden. Sprich hier LGBTQI+, Inklusion. Ist damit jetzt Gendern gemeint? Oder andere Schreibweisen an sich? Also, was ist, warum gibt es hier keine, gibt es hier Infos irgendwie dazu? Nö. Ja. Mal gucken, ist das Bild jetzt noch richtig? Okay, ja, ist es. Warum sage ich so oft M heute? Ist ja schlimm. Andere Schreibweise neben der männlichen und weiblichen. Auch andere Geschlechtsidentitäten. Was sind denn andere Geschlechtsidentitäten? Ich weiß, dass es andere gibt, aber gibt es jetzt ein Beispiel? Ein genaues? Punkt 1 sollten verboten werden. Verboten ist ja auch wieder so ein krasses Ding. Also ein Verbot. Naja, sollte kein Zwang geben, das zu machen, aber ob es gleich verboten werden sollte. Ist halt auch fraglich, ob es nötig ist oder notwendig. Und ob man das nur mit einer Geschlechtsidentität macht oder ob man jetzt 10, 20 Stück inkludiert, das ist halt schwer, da einen Unterschied zu machen. Ich überspringe die These einfach oder ich bin neutral, würde ich sagen. Weil mich betrifft's nicht und mich stört's auch nicht. Also wenn ich das jetzt lese, sowas überlese ich einfach. Ist wie Gendern, das. Ich finde es jetzt nicht wunderschön, aber es stört mich auch nicht. Mir ist es egal eigentlich. Tariflöhne. Aufträge des Landes sollen nur an Unternehmen vergeben werden, die Tariflöhne zahlen, sprich kein Mindestlohn. Ja, damit steigert man ja Tarifverträge und Tarifbindung der Arbeitgeber, wodurch man mehr Gerechtigkeit schaffen kann und höhere Löhne hat. Aber man stößt auch vielleicht kleinere Unternehmen ins Wasser, die vielleicht nicht so die finanziellen Mittel haben. Weil der Tariflohn, der ist ja immer höher als der Mindestlohn. Aber gibt es nicht auch was dazwischen vielleicht? Es wäre schon ganz gut. Aber vielleicht ist man dann halt gegen die kleinen Unternehmen kritischer. Ich weiß auch nicht, ob man vielleicht auch an kleine Unternehmen gar keine Aufträge vergibt. Das werden ja eigentlich bestimmt nur große Unternehmen sein. Ich stimme einfach jetzt mal zu. Weil ich Tarifförderung und Tarifbindung gar nicht so schlecht finde. Und was ich jetzt aber ein bisschen schlecht finde, ist, dass wir jetzt schon so viel Zeit wieder rum haben. Ja, wir sind bei 13 Fragen durch. Das ist ungefähr ein Drittel, also machen wir bestimmt 3 Folgen hier vom Wahlomat. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Schreibt gerne eure Meinung, euer Feedback zum Video rein oder wie ihr bestimmte Fragen beantwortet hättet. Also seid ihr mit mir auf einer Meinung oder würdet ihr sagen, nee, das stimme ich überhaupt nicht zu? Oder irgendeine Idee, irgendeine bestimmte Argumentation habt? Gerne in die Kommentare, wir können ein bisschen diskutieren, solange es auf der erlaubten Seite des Rechts bleibt. Gerne reinschreiben. Und natürlich, solange es konstruktiv ist und keine Beleidigung oder sowas. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge vom Wahlomat und ciao. Leute!